Als ich 8 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Nämlich 2007 ist er zusammen mit 2 türkischen Christen ermordet worden, wegen ihres Glaubens. Und diese Zeit war nicht einfach. Es war eine emotionale Explosion und ich wusste gar nicht, was es wirklich bewirkt. In dieser Zeit von wirklich Leid und sehr viel Schmerzen im Herzen haben sehr viele Leute uns auch unterstützt. In dieser Zeit waren wir irgendwie nicht alleine und sehr viele gläubige Geschwister waren bei uns und haben uns auch in den Kleinigkeiten im Alltag einfach geholfen. Und es war auch so, dass für eine ganz lange Zeit in dieser Anfangsphase, dass sehr viele Leute Briefe geschickt haben und für uns gebetet haben. Und sogar Kinder, die in meinem Alter waren, haben Bilder geschickt und gesagt, dass sie für mich beten und mit Bibelversen geschmückt. Und das hat mich einfach auch sehr, sehr berührt. Eines Tages war ich in meinem Zimmer und hatte gebetet und Gott hat mir einfach gezeigt in dieser Zeit von Leid, dass er so viel in diesem Schmerz dabei war, dass er mich beschützt hat und behütet hat und meine Tränen abgetrocknet hat. In dieser Zeit hat er auch mir gezeigt, wie viele Leute für uns beten und was für eine Armee von Betern hinter mir standen in dieser Zeit, in diesem Kampf des Leidens und dass ich einfach da nicht alleine war. Und da habe ich auch erkannt, was für eine Macht Gebet hat. Und dass wir ein Leib sind und uns einander auch unterstützen. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Und als ich noch jung war, in den ersten 2 Jahren nach dem Tod meines Vaters, habe ich mir immer so gewünscht, so kindlich, dass er doch nicht gestorben sei, dass er doch noch da wäre, dass ich vielleicht doch nur träume oder dass er jeden Moment vom Tür hinein spazieren könnte. Jedoch wusste ich tief in mir, dass es eigentlich gar nicht wahr ist. Ich wusste, er ist gestorben, ich werde ihn nie wieder sehen. Und als ich dann es endlich mir klar gemacht habe, hey Miriam, lüg dich selbst nicht an, er wird nicht kommen, er wird nicht hier sein, habe ich dann angefangen zu beten und zu sagen, hey, okay, ich werde ihn im Himmel sehen, aber ich bin erst 10 oder 11 und das dauert vielleicht noch 80 Jahre, bis ich sterbe und zum Himmel komme. Und ich war so, ich weiß, dass du die Macht hast, dass du ihn mir zeigen kannst, in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise, dass ich zumindest mich von ihm verabschieden kann. Zumindest ihn einmal das letzte Mal umarmen kann. Es ist dann halt nicht passiert und ich wusste, okay, Herr, dein Wille geschehe. Du weißt die Bedeutung und wieso. Jedoch Jahre später, 8 Jahre nach dem Tod meines Vaters, war ich dann in Deutschland, in einer neuen Umgebung, neue Kultur. Ich war immer noch nicht so sicher in der Sprache. Ich bin neu in eine Schule gekommen und in eine neue Gemeinde. Und eines Tages war ich bei meiner Gastfamilie zu Hause in meinem Zimmer, ganz alleine. Und ja, ich habe einfach angefangen, alles zu vermissen. Ich habe meine Familie vermisst, die nicht mit mir gewohnt haben. Ich habe meine Freunde, sogar die Luft vermisst von der Türkei. Und dann ist mir aufgefallen, so Herr, zuerst mein Vater und jetzt alles andere und auch meine Familie. Wieso? Also wieso muss ich vermissen? Ich will nicht mehr vermissen. Ich weiß, dass du mich hierher gerufen hast und ich will hier auch für dich dienen und für dich leben. Aber wie soll das funktionieren? Ich vermisse so sehr und das will ich nicht. Und du bist bei mir. Aber ich war so verwickelt in dieser Vermisstheit, in dieser Einsamkeit, dass ich nicht irgendwie da rauskam. Und an dem Abend habe ich auch nochmal gebetet. Einfach erschöpft auch Gott gesagt, Herr, es ist heute nicht vielleicht ein Tag, wo du mir mein Vater das letzte Mal zeigen kannst, wo ich ihn zumindest umarmen kann. Und ja, mit diesem Gebet bin ich dann auch schlafen gegangen. Sehr erschöpft von Weinen und ja, einfach von Beten. Gott ist so gut. Denn an dem Abend es ist so passiert, dass ich gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Ich habe einen Traum gesehen, obwohl ich es gar nicht als Traum bezeichnen will. Es war eher so real, so echt. Ich habe nämlich meinen Vater sehen dürfen und ich durfte ihn umarmen. Ich durfte einfach mit ihm sein und seine Umarmung spüren.
Und das war so ein Geschenk vom Herrn. Auch als ich aufgewacht bin, hatte ich immer noch seine Umarmung gespürt. Und ich war so dankbar. Nach 8 Jahren durfte ich wieder ihn spüren, ihn sehen. Von einem Tag zum anderen hat Gott einfach meine ganze Perspektive geändert. Ich habe nicht mehr vermisst. Ich habe einfach den Segen Gottes gesehen. Da, wo ich war, was Gott mir geschenkt hat. Und plus noch dieses Geschenk dazu, dass ich meinen Vater sehen durfte. Ja, Gott hat einfach alles verändert und mir Stück für Stück gezeigt, was gut ist, welchen Segen er mir gegeben hat. Und dasselbe ist eigentlich auch mit dem Tod meines Vaters passiert. Nämlich seit dem Tod meines Vaters hat er Stück für Stück immer gezeigt, was für ein Segen es gebracht hat, was für Früchte es gebracht hat. Am Anfang hatte ich nur die Perspektive, okay, mein Vater ist tot. Er ist nicht mehr hier, ich vermisse ihn. Aber Stück für Stück hat mir gezeigt, hey, guck mal, durch dieses Leid, durch dieses Schmerzen ist so viel Segen herausgekommen, ist so viele Früchte entstanden. Und durch den Tod meines Vaters sind auch neues Leben gekommen in die Leben von anderen Menschen. Und das hat mich so dazu geleitet, dass ich einfach nur noch Gott danken konnte. Ich habe gedankt, weil er so gut ist und weil er einfach diese größere Perspektive hat. Ja, weil ich ihm einfach auch vertrauen kann. Egal, wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht verstehe, dass er einfach gut ist. Und mein Vater, obwohl er schon gestorben war, hat er durch ein Lied, den er geschrieben hat, mir in meinem Leben eigentlich sehr viel geholfen. Denn da steht, du bist es würdig, mein Leben zu nehmen. Und das hat jemand geschrieben, der für Jesus gestorben ist. Und nicht nur für ihn gestorben ist, sondern auch für ihn gelebt hat. Und ich habe mich selbst immer wieder gefragt, Herr, okay, ich will mein Leben dir geben. Aber wie kann ich das machen? Weil du bist es würdig und ich will es dir geben. Und diese zwei Aspekte, entweder so wörtlich zu nehmen, okay, bin ich bereit für dich wirklich zu sterben? Und in diesem Aspekt fand ich die Antwort eigentlich gar nicht so schwierig, denn ich wusste, wohin ich gehen würde. Wenn ich sterbe, dann werde ich einfach bei Gottes Herrlichkeit sein, mit ihm sein und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Denn Jesus hat den Tod besiegt gehabt und das wäre für mich ein Gewinn. Aber mein Leben zu geben in dem Sinne, hier auf Erden, einfach, dass er es gestaltet, dass er es formt und dass er alles macht, war dann schwieriger und ich musste wirklich lernen, Schritt für Schritt jeden Tag ihm zu vertrauen und mein Leben erneut ihm zu geben. In Philipper 1, 21 steht, denn mein Leben ist Christus und Sterben ein Gewinn. Und das verdeutliche ich sehr, sehr klar. Sterben ist ein Gewinn und Leben ist Christus, egal in welcher Form. Und ich habe mir auch vorgenommen, wirklich Gold, Silber und Edelsteine zu sammeln. Sachen, die nicht vergänglich sind, sondern wirklich bleiben für Gottes Reich. In meiner Schwachheit wollte ich, dass er mir die Kraft gibt, jeden Tag neu für ihn zu leben. Wie auch mein Vater dieses Lied geschrieben hat, ein paar Monate vor seinem Tod, er ist würdig, mein Leben zu nehmen. Und das will ich auch machen, das will ich auch tun. Und ich will, dass er wirklich mein Leben hat und in seinen Händen hält. Genauso wie es schon seit Anfang an, seit dem Tod meines Vaters mich immer begleitet hat, will ich es immer wieder weiterhin für mich als Ziel setzen, dass er es würdig ist, mein Leben zu nehmen. Sahane, sa ele, gorgon
Ich geh jessa hebe ra ja zeme a ma ja la exam de ar sin olo no bizi mi chin merlin a ja zeme a ma ja la exam de ar sin har şey mi say hey.